Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Raging Blast 2. Wir nehmen mal Freezer. Den fand ich damals immer cool und finde ich momentan auch noch cool. Die Entwicklungsstufen, die sehen relativ gut aus. Und es ist ja so, wenn man das zum ersten Mal irgendwie sieht, die Entwicklungsstufen, dann ist es so, dass man total überrascht ist, wie stark der ist. Aber wenn man dann später Freezer hat und er sich dann verwandeln würde, würde man sagen, ist doch eigentlich schwach. Weil zum Beispiel müsste er ja eigentlich, wenn er gestorben ist, wieder in der ersten Form sein. Dann sich ganz nach oben entwickeln, aber er kann es wahrscheinlich oder bleibt dann kontinuierlich in der letzten Form. Und somit sind dann die anderen Formen nichts mehr Besonderes und sind dann eigentlich nur Abfall, würde ich sogar mal sagen hier. So, aber erstmal gibt es einen Todesstrahl. Passend zum Tod. Sehr schön. Ja, die ersten Kämpfe von jedem Charakter sind erstmal ziemlich einfach natürlich. Ist auch relativ logisch. Und der erste Kampf gegen Bardock, das ist auch chronologisch richtig, denn ich habe mir damals auch den Film natürlich bestellt, Son Gokus Vater, nämlich Bardock. Damals war ja der Planet Vegeta noch vorhanden und da war Bardock so der Wiederkämpfer gegen Freezer. Der erste nennenswerte Kämpfer. So, er hat zwar auch gegen Vegeta, also König Vegeta gekämpft, aber wie gesagt, König Vegeta war schwach und wir haben die erste Form freigeschaltet. Wunderschönes Feuerwerk, das passt auch dazu. König Vegeta konnte nicht viel ausrichten. Freezer hat ihn eigentlich absolviert, locker. Der nächste gegen Nail, okay. Damit könnte ich mich auch noch anfreunden. Auf Namek, da wo er den Oberältesten sucht, wegen den ganzen Wünschen. Weil er hat jetzt alle sieben, braucht aber das Passwort. Und da findet er Nail, beziehungsweise erstmal den Oberältesten, doch Nail will den ja beschützen. Und er kämpft sogar Freezer mit einer Hand, also Freezer finde ich eigentlich richtig cool. Das ist so geil, wie er sich verwandelt, aber dass die Verwandlung dann im Nachhinein, wenn alle anderen wieder stärker geworden sind, so schwach ist dann. Die Saiyajins, das habe ich nie verstanden. Die haben ja wirklich die Fähigkeit, wenn sie kurz vorm Tod sind, dann verdoppelt sich die... Warte mal, mehr kann... 42.000 anscheinend die Kampfkraft von Nail. Ich glaube, das waren doch nur 28.000 oder so. Aber nee, ich will jetzt gar nichts sagen, weil... glaube ich, das falsch interpretieren würde, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie damals die Kampfverhältnisse waren. Was ich schade fand, oder was ich cool fand, sagen wir erstmal, was ich cool fand, dass in der Vergangenheit mit diesen Scoutern wirklich die Kampfkraft gemessen wurde. Und das fand ich irgendwie richtig cool, das war eine coole Ansicht. Und in den späteren Folgen bei Majin Buu zum Beispiel, da war das ja gar nicht mehr vorhanden. Deswegen fand ich das nicht ganz so gut gelungen. So, ich habe mich gar nicht verwandelt, weil es so schwach war, weil der so schwach war. Ihr werdet bezahlen, ihr Würmer! Da war nämlich schon Porunga, glaube ich, gerufen. Also Krillin und Son Gohan. Und schon Wünsche erfüllt. Ah, hier gegen meinen... Nee, das ist ja Metallcooler, glaube ich, oder? Stimmt. Ach, das brauche ich gar nicht machen, glaube ich. Na, egal, jetzt machen wir das jetzt auch noch. Metallcooler. Ja, das Positive ist natürlich, die haben... in der Serie zumindest unendliche Energie und verbrauchen dadurch kaum ihre Power. Aber der Nachteil hier im Spiel ist, sie können nicht aufladen. Der Vorteil wiederum, wenn sie das machen, was ich gerade mache, tausende Kombinationen mit Nahkampfattacken. Ah, ich zeige euch gleich nochmal was. Dann bekommen sie ganz schnell ihr Ki wieder aufgeladen. Was ist das hier eigentlich? Alter, wie einfach das ist. Was ist denn mit dir los hier? Es geht ja gar nicht. Todesstrahl, strafender Sprint. Ui. Ich setze mal gleich Wilder Sinn ein. Dann kann ich das auch locker perfekt schaffen. Ich weiß gar nicht, warum die Gegner hier alle gerade so schwach sind. Ich unterbreche das mal kurz. Das auf ihn zurasen. Und Teleportation hat er benutzt. Nein, es ist kein Perfekt mehr. Ich glaube, ich verwandle mich. Yeah. Jetzt bin ich ein Stier, der auf zwei Beinen steht. Wenn er auf allen Vieren wäre, boah. Das, oh, die Hauptattacke, die ist so richtig mies gewesen. Wow, in Deutschland wurde es ein bisschen, wurde es gecuttet. Aber auf Japanisch, da ist es wirklich super brutal. Wo er da Krillin raufnimmt und die ganze Zeit mit dem wippt und so. Das ist so geil. Ah, das ist so herrlich. Natürlich schlägt er jetzt etwas langsamer. Was hat er denn so? Eleganter Blaster? Nee, strafender Blaster, Todessturm. Auch ganz nett. Denn jetzt wird der Bereich, wo er gerade steht, ins Visier genommen. Da muss er ganz schnell aus diesem Bereich flüchten, ansonsten wird er getroffen. Da er nicht rausgeht, wird er getroffen und das kann er eigentlich... Doch, das kann er abwehren, aber...
der ist gerade zu blöd dafür. Diese Attacke eignet sich auch am besten, wenn der Gegner gerade, sagen wir mal, wir haben den strafenden Blaster gemacht auf ihn und er dann runterfällt. Und im Liegen müsste man das machen, dann steht er auf und stirbt. Hier sehen wir es auch mal aus der Ferne. Es hat schon einen kleinen Radius. Jetzt liegt er, jetzt setze ich es wieder ein. Gar nicht so schlecht. Dieses Mal das abgewehrt und jetzt mache ich den eleganten, den strafenden Blaster. So. Die Hauptattacke, die machen wir jetzt auch mal. Das ist jetzt der letzte Cooler, glaube ich. Hatte nur drei. Wiedergeboren. Nein! Das kennen wir von Boo. Lustige Freezer-Zeit. Jetzt stellt euch das mal vor auf Japanisch. Hier hält er ihn zwar nur zwischen den Kolben. Man sieht gar nicht richtig, dass er den auf den Stachel oben drauf hat. Auf dem Geweih drauf, quasi. Aber in der Serie ist das so richtig hart. Und schreit Krino. Das Blut kommt raus. Ah, es ist so herrlich. Brutal gewesen. Aber hat man auf Deutsch, wie gesagt, nicht gesehen. Das kann man sich im Internet ansehen. Oder kaufen. Auf Japanisch kaufen. So. Spalthieb. Alter, das ist nicht schlecht. Und wir haben wahrscheinlich... Doch, wir haben schon letztes Mal Form 2 freigeschaltet. Die Form 1... Ach so, hä? Aha. Die erste Form zu verwandeln. Ach so. Hier oben brauchen wir gar nicht lang. Wir müssen hier nach unten. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zwei machen. Ist egal. Gegen Krillin und gegen Son Gohan. Das passt. Son Krillin wird ja sterben. Allerdings erst, wenn er in der finalen Form ist. Das ist auch ein Anreiz für Son Goku, auf das nächsthöhere Level zu steigen, auf dem... Wah! Willst du mich verarschen? Ich starte von Null aus. Nein! Jetzt. Das sah gut aus. Okay, ich übertreibe. Und unten, das wird natürlich auch größer. So, aber das war noch lange nichts. Was? Doch, ich kann mich nicht entwickeln. Verwandeln. Todessturm. Nein, das war doof. Oh, ich dachte schon. Mist, der liegt ja noch. Oh, Alter. Ich habe voll Schiss gehabt, als er diese zwei Energiekugeln gemacht hat. Er braucht mich jetzt nur berühren. Ach, Scheibenkleister, ich habe echt... Komm schon, lad dich auf. Lad dich auf. Und die Hauptattacke jetzt! Sehr schön. Müssen wir gleich wieder aufladen, damit wir die gleich nochmal einsetzen können. Sonst wird's ziemlich knapp, oder? Pass auf. Jetzt! Ah, jetzt steht er auch nicht auf, dieser Lümmel. Oh. Und Feuer! Oh, ich dachte schon, er macht noch eine Energiekugel. Wir haben es geschafft. Super. Du hättest nie gedacht, dass ich so stark werden würde, oder? Yeah. Ist nur ein S, aber naja, gut. Ich sag ja an der Zeit, dass wir ein bisschen Zeit beansprucht haben. Aber egal, Hauptsache wir schaffen das, würde ich mal so sagen. So, Bonus erhalten. Freezer dritte Form. Sehr gut. Und ein kleiner Gruß. Ja, was ich auch damals ziemlich schlecht fand, dass in jeder Folge alles hinausgezögert wurde. Also 10 Folgen und dann... Sie stehen sich gegenüber, aber nach 5 Folgen haben sie noch nicht gegeneinander gekämpft. So. Gegen Piccolo und gegen Vegeta jetzt also. Kein Problem. Ich bin Freezer, der galaktische stärkste Kämpfer der Welt. Auch wenn er in der wütenden Seele beginnt, hat er keine Schnitte gegen mich. So. Da. Führe Transformation aus. Warte doch. Erstmal will ich hier den... Okay, doch. Ja, ich ergebe mich. Boah, wie stark ist er denn? Er holt mich jetzt mit seinem scheiß Arm. Aber ich weiche aus. Piccolo. Du bist ein Feind und wirst ausgeschaltet. Freezer, zweite Form. Tja, das war's mit deiner wütenden Seele. Und die Kombination und Superangriff. Warte. Ja, es geht.
Jetzt werde ich ein bisschen intelligenter. Mein IQ steigt auf 5000 an, weil mein Kopf größer wird. Das Geilste finde ich hier wirklich an dem. Warte, zeige ich euch mal gleich. Wenn du mich kurz in Ruhe lässt. Zack, zack, zack. Diese kleinen Teile, die sieht man kaum. Die sind wirklich vorteilhaft. So, was haben wir denn so als Attacken? Todesstrahl haben wir, glaube ich, kontinuierlich bei jeder Form. Fingerstrahl, Hochspannung und Irrer Fingerstrahl. Irrer. Mann. Schnell, wenn das Blaue weggeht, dann haben wir nämlich nichts mehr. Anderen Ki. Boah, Alter. Der haut richtig rein. Jetzt aber. Oh, jetzt abgewehrt. Wie kannst du es nur wagen, es abzuwehren? Und der Gegner ist die ganze Zeit in wütender Seele. Das ist die Herausforderung. Okay, warte. 1, 2 und... Hä? Jetzt. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ne, ich wollte... Ach, scheiße, muss ich das nochmal machen hier. Komm schon, Hochspannung. Uah, lag das doch! Ja! Ja, direkt vor meiner Fresse, Alter. Yeah! Die Attacke kennt man auch aus der Serie. Okay, eigentlich muss ich jetzt meine Energie verlieren. Aber... Doch, jetzt ist er weg. Hä, trifft einen super Angriff Fingerstrahl. Ach, Fingerstrahl? Na toll, sag das doch. Hä, warum ist das schon wieder Todesstrahl eigentlich? Ich hab doch auf Fingerstrahl gemacht. Wo kommt der denn her? Na gut. Das war getroffen. Hä? Das ist doch echt lächerlich. Oh, der weicht all meine Attacken aus. Dann treffe ich ihn mal und der weicht trotzdem aus. So, jetzt. Mach eine Kombo mit 10 Treffern. Das dürfte doch kein Problem sein. Und geschafft. Und 15 Treffern. Bäm, geschafft. Och komm. Ey, das ist doch echt scheiße. Das Ding ist, man kann sich nicht zurückverwandeln. Das heißt, wenn er auf Form 3 gegangen wäre, könnte er sich quasi rein theoretisch gar nicht mehr zurückverwandeln. Dann wäre er die ganze Zeit so hässlich, Alter. Sein Vater hat ja die Ähnlichkeit mit Form 2 von ihm. Auch so ein bisschen stierisch. Und wenn man so wirklich Dynamic Sage angesehen hat, wo Freezer war, der war richtig cool, intelligent teilweise auch. Ja, und was dann kam, das hat mich echt... Dann kam er wieder zurück mit seinem Vater und dann... Papi, Papi! Hä? Da hab ich mir gedacht, ist irgendwie doof? Papi, darf ich ihn ausschalten? Papi! Das fand ich so schlecht einfach nur. Das hat mich enttäuscht, kann ich dazu sagen. Das hat mich enttäuscht. So, gegen Son Goku. Natürlich, gegen wen sonst? Wahrscheinlich die Bedingung, er verwandelt sich sofort, wenn er nur noch eine Leiste hat. Ich glaube, es gibt auch 100% Freezer, ne? Also, es gibt es auf jeden Fall in der Serie, aber ich glaube, hier müsste es das eigentlich auch geben. Vorhanden sein, so. Pff. Du reizt mich, du hässlicher Saiyajin. Ich dachte, ich hätte euch schon vor Jahren ausgelöscht. Doch das war ein Irrtum. Ich wusste, ihr werdet euch mal zu einem Feind entwickeln, deswegen habe ich die Initiative ergriffen, euch zu erledigen. Ja, ich übernehme einfach mal Sprechen für ihn. Und jetzt die finale Form. Ich würde dich in Stücke hauen. So, mal gucken. Todesstrahl natürlich, Todessalve. Psykonese. So, wäre das ein Kampf-Pokémon, wäre das sehr effektiv. Ah. Zerstöre den Planeten, was? Ist auf jeden Fall kein Todesball. Das müssen wir uns erst zum Beispiel durch Shillong oder so freischalten. Oh, er ist im Kaioken-Modus. Na gut. Zerstöre den Planeten. Oh, er hat's abgewehrt. Genki-Dama? Ha, pass auf. Nein, ich konnte nicht mal ausweichen. Scheiße, das zieht jetzt richtig viel ab. Die Attacke ist auch nicht schlecht, die Ulti. Die sieht auch ziemlich cool aus. Todessalbe. Ey, der weicht alles ab. Der weicht allem aus. Nicht schlecht. Der ist sehr stark. Ich könnte verlieren. Da weiche ich. Guck mal, wie geil ich da ausgewichen bin. Spult's nochmal zurück und guckt's euch nochmal an. Oder so ein Scheiß. Ja, die Aura, die ist gar nicht so schlecht, aber da fehlt das Dunkel. Diese Schwarze fehlt da drin. Ja.
Ja, ich habe ihn getroffen und das sieht sehr viel ab. Bam, 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 bam. 24.000. Um ehrlich zu sein.